So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Two Gauchos, One Cup. Und ihr habt zum letzten Part mitbekommen, da haben wir super toll gespielt und haben nicht nur drei Umfragen rausgehauen, sondern ja noch eine zusätzlich. Nicht eine Umfrage, aber einen neuen Spieler, den wir heute hier präsentieren dürfen. Und ihr seht's im Hintergrund, wer ist der fünfte Totti-Spieler im Bunde? Es ist Toni Kroos, der Deutsche von Real Madrid auf der 6, 93er Rating, 68er Tempo, 91er Dribbling, 91er Schuss, 97er Passspiel, 78er Physis, 5 Sterne, schwacher Fuß. Oh, schaut euch das mal an, 17.01. für 1,598 Millionen gekauft, lang ist her, Toni Kroos also, der heute mit reinrotiert. Aber nicht nur der Toni, sondern auch noch ein Nani, ein Juan Cuadrado auf der rechten Seite, auf den ich mich auch richtig krass freue, Freunde. 93er Pace, 87er Dribbling, 77er Schuss, 76er Passspiel, 5 Sterne Spezialbewegung für mich als Skiller, ganz, ganz wichtig natürlich. Und innen drin aber noch einen Inform, nämlich den guten Jagielka, der Mann, der im aktuellen bzw. im letzten Team of the Week war, je nachdem, wann ich das Video jetzt endlich noch rausbringe, aber der ist auch noch mit am Start, sprich, ihr seht's, chemietechnisch natürlich immer noch nicht so der absolute Leckerbissen, gar keine Frage, aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das ist gar nicht das Ziel dieser Serie, sondern wir wollen die Besten der Besten einfach irgendwie zusammenwürfeln. Und das haben wir jetzt schon zumindest einen weiteren Schritt geschafft. Ich glaube, die Truppe ist richtig genial. Es wird auch wieder drei super Umfragen geben, wenn wir die denn packen sollten. Aber das werden wir gleich sehen. In dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefällt, gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann gehen wir rein. Viertelfinale. Wir sehen uns gleich, wenn wir den Gegner gefunden haben. So, meine Lieben, und der Gegner ist gefunden. Es hat irgendwie so ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber scheinbar hat keiner Bock auf FIFA. Egal, Gegner ist gefunden, der FC Chelsea. Das hat er zumindest als Wappen eingestellt. Er nimmt noch ein paar Änderungen vor und das ist gar nicht so schlecht. Denn ich wollte noch was anmerken, was ich eben vergessen habe. Und zwar, warum genau Toni Kroos? Und wie wollen wir das weiter fortführen? Denn ihr habt es gesehen, wir haben jetzt schon 5 Totti-Spieler am Start. Und natürlich können wir sagen, gut, jetzt haben wir Toni Kroos drin. Das heißt, wir brauchen eigentlich die 6 nicht mehr upgraden. Aber, wir werden ab sofort eventuell auch die ein oder andere Formation nehmen. Heißt, eventuell mal mit 2 Sechsern spielen und so weiter und so fort. Also eine 6 wird weiterhin trotzdem noch in den Umfragen vorkommen. Aber dazu später mehr. Wir kommen jetzt erstmal zum Team. Eher mit Sturridge am Start, mit Aguero, mit David Silva in Form, Alexis Sanchez in Form, Freunde. Auf den hätte ich so enorm Bock vom FC Arsenal. Und damit gehen wir es an. Viertelfinale also heute. Es wird Zeit für den nächsten Sieg. Und dann letztendlich ja für den nächsten, für den zweiten Turniersieg, Freunde, oder? So muss das jetzt mal hier vorangehen. Da ist gleich mal Messi, kriegt ihr noch rüber. Die Maria, wunderbar. Die Maria, erste Chance. Die Maria kriegt ihr nicht runter. 2 Minuten gerade mal gespielt. Und der Argentinier, der Gaucho Nummer Uno. Mit der richtig guten Chance, aber letztendlich kann sich der Gegner da den Ball nochmal holen. De Bruyne, Messi wieder De Bruyne. De Bruyne kommt nochmal hin, sieht Messi, 1:0, 4. Minute, Traumstart hier in Chelsea oder wo auch immer wir spielen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht Messi die Bude und damit geht es so weiter, wie der letzte Part geendet hat, Freunde. Es ist Umfrage Nummer 37, die jetzt online ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung, noch nicht jetzt gucken, sonst werdet ihr gespoilert. Und die ist ja mit 3 Spielern bestückt, nämlich mit einmal Handanovic, Casillas oder Sirigu, sprich, ja, ich denke mal, 3 richtig gute Keeper, die wir upgraden werden, Freunde. Messi mit dem nächsten Treffer, ja, leck mich fett, Freunde, ist das ein Start? Viel besser kann es hier gar nicht losgehen. Und diesmal, ich verspreche es euch, Freunde, wenn du, ja genau du, jetzt gerade reinschaust in die Videobeschreibung, auch wenn du es noch nicht machen sollst, aber wenn du es nach dem Video vielleicht tust, dann werden die Umfragen da sein. Ich habe es ja im letzten Video am Anfang ein bisschen verpennt, kam dann mit 1,5-stündiger Verspätung. Da waren sie dann irgendwann mal online, weil ich dann selbst unterwegs war und das Ganze so ein bisschen verpeilt habe vorher. Aber jetzt ist alles fix, hoffe ich zumindest mal, dass ich mein Versprechen halte. So, da ist gleich mal die Maria. Matic. Oh, und dann kann der sich auch noch so halb durchsetzen. Sturridge zieht mal so ein bisschen weg. Gut von De Bruyne, da ist Kroos. Messi läuft wieder. Lionel Messi, den nimmt er mit. Messi macht den hoffentlich rein. Messi macht den nicht rein. Schade, das wäre es gewesen, Freunde. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es war schön und gut und geil, dass wir diese kleine Special-Umfrage, dieses kleine Special eingebaut haben im letzten Part mit den 6 Toren. Aber die große, große Frage ist, oder die große Sache ist, so oft können wir das gar nicht mehr machen. Gut von Lahm, schön aufgepasst. Denn sonst gehen uns so ein bisschen die Spiele aus. Schön von Messi, den kriegt er, den macht er wunderbar. Lionel Messi in die Mitte gelegt, die Maria. Eins weiter auf Kevin De Bruyne. Die Maria läuft, der Ball war nicht gut und Courtois hat letztendlich die Kohle. Ne, da müssen wir mal gucken, dass wir nicht am Ende, dass uns da die Spiele ausgehen. Denn ihr wisst ja, auf dem PC ist es doch relativ schwierig, zumindest noch mit Coins und so weiter und so fort.
dass wir das alles hinkriegen, dann die Spieler zu finden und so weiter und so fort. Und irgendwelche läppischen Spieler brauchen wir jetzt auch nicht mehr, sondern wenn die Creme de la Creme. Aber das kriegen wir schon gebacken, Jungs. Also ich habe einen Plan in der Hinterhand, nur damit er da Bescheid ist. So, wie machen wir den? Ich würde sagen, den spielen wir erstmal hier schön nach außen und hoffen, dass der ankommt. Und der kommt wunderbar. Da ist Rodriguez da heute auch wieder übrigens reinrotiert. Zuletzt ja rot gesperrt gewesen, aber jetzt wieder mit am Start. Messi läuft. Messi. Oh, ein bisschen zu spät gespielt. Kompany köpft ihn zurück. Courtois hat ihn. Aber es sieht doch nicht schlecht aus. Es sieht doch alles andere als schlecht hier aus. Und kriegen wir den? Oh, den kriegen wir nicht ganz. Matic. Oh, das macht er gut. Rodriguez, du musst. Rodriguez ist nicht da, aber Trapp in Form holt die Kohle. Gut von Lahm. Huiuiui. Also er wird so ein bisschen besser mittlerweile, der Gegner. Sollten wir jetzt aufpassen. Messi. Stark von Messi. Wunderbar gespielt. Di Maria oben. Vielleicht jetzt der Doppelpass. Cuadrado, der ist wunderbar. Jetzt muss es fallen. Schönes Ding. Oh. Wunderbarer Spielzug. Kevin De Bruyne mit der Chance zum 2:0. Aber es bleibt erstmal bei der Ein-Tore-Führung. Schönes Ding in der Mitte. Luis ist frei ohne Ende. Luis kriegt ihn nicht unter. Also so eine dicke Chance, die wird er eher selten kriegen. Mein Lieber. Völlig frei mit Schaum vom Mund so ungefähr, Freunde. Kriegt ihn aber nicht unter. Lionel Messi legt ihn sich ein bisschen zu weit vor. Kennt man eigentlich nicht vom Argentinier. Und der Gegner kommt wieder mit den Chelsea-Trikots am Start. Sturridge, Lahm, die letzte Hoffnung. Lahm dazwischen. Ich glaube, den hat er auch so in die Wolken gebolzt, oder? Nee, war Lahm noch dran. Wäre auch ein bisschen schlimm, wenn er den wirklich so daneben gebolzt hätte. Jetzt aber erstmal aufpassen. Ecke gut geklärt. Da ist Angel Di Maria. Di Maria am ersten vorbei. Di Maria. Di Maria, Messi. Messi. Oh, das war schlecht rausgespielt. Aber Messi, muss man auch sagen, nicht wirklich gut gelaufen an der Stelle. Nichtsdestotrotz hätte man es ein bisschen besser zumindest rauskicken können. Sturridge. Schön dazwischen. Kriegen wir nochmal die Kulle. Da ist Silva. Gut von Rodriguez. Der Mann ist auch genial. In Form Rodriguez. Da ist er wieder. Schiebt gleich mit an. Schön nach unten gelegt. Messi probiert den Ball auf Di Maria. Di Maria kommt wieder nicht hin. Es fehlen so ein bisschen jetzt die klaren Aktionen in dieser Partie von uns. Da müssen wir wieder ein bisschen hinfinden. Aber kriegen wir schon. Sturridge. Gut von Jagielka. War es abseits? Es war ganz knapp abseits. Messi. Oh, Freunde, das wäre so perfekt fast gelaufen. Aber er kommt dran. Er hat die Kohle. Kompany kriegt den Freistoß. 15 Minuten noch in Durchgang. Nummer 1. Kriegen wir noch das zweite Tor hin? Das wäre so ein bisschen... Ja, eine Vorentscheidung ist falsch, weil der Gegner gar nicht so schlecht ist. Aber es würde uns enorm gut tun. Abseits, oder? Aguero. Yep. Yep, yep, yep. Was wir können, kann er auch scheinbar. Stellt sich da in die verbotene Zone. Wir machen das Ganze schnell. Cuadrado, schön gemacht. Lahm, wieder Cuadrado, aber der war nicht gut, der Ball. Und dann geht er ins Aus, kriegen wir den Einwurf. 10 Minuten noch. Es fehlt, wie gesagt, so ein bisschen jetzt die Klarheit in den Aktionen. Schön von Di Maria. De Bruyne. Oh, traumhaft. Cuadrado, da kommt er vorbei. Da wird er... Schiri, das ist ein Foul. De Bruyne. Abgelegt. Wieder Messi. Messi kommt nicht hin und dann kommt gar niemand hin. Das hätte man auch wieder besser lösen können. Schade, Freunde. Also so ein bisschen, ich entscheide mich gerade für die falschen Optionen, aber halb so wild. Alles gut, alles wunderbar. Wir gewinnen. Es gibt schon mal eine Umfrage. Heißt, das Horrorszenario ist erstmal so ein bisschen weg, dass es gar keine Umfrage gibt. Das ist ja immer das, was ich absolut vermeiden möchte, dass ihr nicht teilnehmen könnt an der Serie. Das ist ja... Wäre ja richtig beschissen, aber das haben wir schon mal geschafft. Schöner Ball, Nani. Och, wie will der denn Messi anspielen? Wie will der denn Messi anspielen? Da muss das so ein bisschen in den Rücken. Man kann ja in den Rücken spielen und trotzdem in den Lauf das Ding bringen. Das wäre jetzt die richtige Mal gewesen. Aber gut, da ist Toni Kroos. Toni Kroos mit dem Chip, der war super. De Bruyne wieder so blöd versucht, in den Lauf zu spielen. Di Maria. Zurückgelegt, der war gut. Messi. Messi, du kleiner Gott, wenn den Cuadrado noch reinbringt. Also wir machen wieder ein bisschen mehr Druck jetzt. Aber ohne wirklich zu glänzen. Grätsche geht ins Leere. So, da müssen wir drauf. Da müssen wir jetzt drauf. Sturridge. Da müssen wir jetzt halt mal drauf. Und dann sind wir da. Jagielka spielt mit sich selbst. Alles gut. Messi. Dauert zu lang. De Bruyne. Kein Foul. Messi wird geschickt. Messi mit der Riesenchance. Messi mit dem Außennetz. Ich habe ihn schon drin gesehen. Fast der Doppelpack. Für den kleinen Gaucho, für den kleinen Argentinier. Aber es bleibt dabei. Vielleicht noch eine Chance. Messi. Oh, kommt wieder knapp nicht hin. Walker dazwischen. 5 Minuten Nachspielzeit. Weiß nicht, ob die mittlerweile gleich schon vorbei sind.
Auf jeden Fall wieder super da gemacht von Ricardo Rodriguez, der ein super Spiel zeigt, muss man mal so sagen. De Bruyne, Messi. Messi und dann pfeift er ab. Also gehen wir rein in die Halbzeit. 1:0. Richtig gutes Ergebnis bis dato für uns im Viertelfinale unseres Pokals. 4 Schüsse, einen aus Tor, ein bisschen minimal mehr Ballbesitz, aber relativ ausgeglichen die Statistik. Ja, nehmen wir so mit. Freuen wir uns. Sollten wir gewinnen, wenn es nach den reinen Statistiken geht. So viel steht schon mal fest. Aber wie gesagt, relativ bis sehr, sehr ausgeglichene Partie. Dann müssen wir weiter auf der Hut sein und nach vorne so ein bisschen mehr machen. Nach vorne mal ein bisschen mehr noch Gas geben, ein bisschen effizienter spielen und vor allem auch ein paar geilere Chancen rausspielen. Sonst passiert genau das. Aguero, 47. Minute, Ausgleich 1:1. Muss man dazu sagen, davor auch ein richtig geiler Abschluss vom Gegner da, oder? War das Sanchez? Ich glaube, es war Sturridge dann, oder? Werden wir gleich nochmal schauen. Da der Abschluss. Es war... Wer ist das, Freund? Toll, gut, dass man so wunderbar sieht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein super Abschluss. Aguero staubt ab. 1:1 wieder alles offen. Wie gesagt, etwas, was wir absolut verhindern wollten. Nani, so. Aber egal, 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 egal. Wir haben noch lange Zeit, um hier das Ding wieder umzubiegen. Rodriguez schön. Rodriguez stark. Messi. Warum spiele ich überhaupt Messi hoch an? Ich weiß es nicht. Courtois bringt den wieder lang. Courtois macht das gut. Genau die Lücke gesehen. David Silva. Sturridge. Oh mein Gott. Und er kommt jetzt mit dem hohen Ball durch. Oh mein Gott, Jungs. Also das ist jetzt aber mal was, das darf nie und immer passieren. Wir haben keine Chance, wir kommen null hin. Unsere Abwehr steht vollkommen falsch. Ein einziger hoher Ball reicht, um alle 11 Spieler von uns irgendwie zu umspielen. Und dann kriegt er die Hände nicht dran, der Trapp in Form. Meine Güte, innerhalb von 4 Minuten geht mal das Ding her. Erstes Tor dumm, hätte man besser verteidigen können, aber beim zweiten hier, ich weiß nicht, wo ich da irgendwas hätte machen sollen, oder? Ab dem Zeitpunkt des Ballverlusts ein hohes Ding nach vorne, das perfekt ankommt und er macht die Bude. Hat er richtig stark gesehen und dann auch super abgeschlossen. Aber jetzt sind wir so ein bisschen, wie sagt man so schön, in der Bringschuld, Jungs. Messi. Oh, wenn die Maria gleich mittun würde, hätten wir da die Chance gehabt. Kommt schön dazwischen, kommt schon. Matic. Auf Sturridge. Wir kommen wieder nicht hin. Das gibt's doch jetzt nicht, Jungs. Das ist doch jetzt nicht mehr euer Ernst, oder? Trapp holt den Gott sei Dank raus. Also er kommt gerade durch, wie er will. Er kommt gerade vorbei, wie er nur möchte. Wir kommen nicht hinterher. Ecke, mal schauen, ob er die kurz macht. Er bringt sie nach hinten. Da haben wir jetzt aber Cuadrado, der gegen Cuadrado nicht ankommt. Nochmal Cuadrado. Trapp hat ihn diesmal safe. Der wäre wieder bitter gewesen, wenn er den hätte prallen lassen. De Bruyne, Messi. Schön auf Angel Di Maria. Wunderbar gespielt. Nimmt unten Cuadrado mit, aber zu lang. Da frage ich mich echt, ob da FIFA nicht ab und zu doch mal ein bisschen was dreht, dass solche Pässe nicht mehr kommen, oder? Ganz ehrlich, Momentum, Fragezeichen, ich weiß nicht. Aber so ein Ding muss doch eigentlich ankommen. Das ist ein stinknormaler Pass. Den kriegt der Schlappi locker hin. Den kriegt der Schlappi, oh, locker hin. Und den hätte der Schlappi auch bekommen, wenn er den Fuß ausfährt. Wisst ihr? Aber in FIFA irgendwie nicht. Keine Ahnung. Cuadrado, langer Ball. Trapp hat ihn. So, 60 Minuten sind rum. Noch ist hier Zeit, das Ding zu drehen. Beziehungsweise zumindest einen Ausgleich zu machen. Cuadrado. Ah, da wollte ich ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Das hat nicht wunderbar funktioniert. David Silva. So, Lahm, den hast du. Aber Lahm, renn doch einfach weiter, Lahm. Genau so. Genau so. Da lässt er sich so ein bisschen, was heißt, er lässt sich abdrängen. Er will den Körper reinstellen, obwohl er locker vor den Ball gekommen wäre. De Bruyne am ersten vorbei. Sieht Messi. Sieht De Bruyne, aber da kommen wir nicht ganz hin. Groß hat die Kulle, Messi, Groß. Oh, er rennt am Ball vorbei. Freunde. Aguero. Oh, ich komme nicht hin. Kommt schon. Cuadrado. Hauen sie sich gegenseitig noch eins auf die Rübe hier. Groß, nimm den Ball mit. Groß kommt wieder nicht hin. Und dann gut gemacht von Trapp. So, wir stehen unter Druck jetzt hier. Wir kriegen nach vorne irgendwie nicht mehr wirklich was gebacken. Die Maria. Schau mal, da läuft auch keiner mit. Ich gehe jetzt mal hier auf Offensiv hoch. Verteidiger vor, wollte ich eigentlich nicht machen. Egal. Messi. Oh, der wäre gut gekommen. Schade. So, totaler Angriff. Wobei, das ist noch ein bisschen früh, ne? Lass mal nur Offensiv erstmal machen. Den kriegen wir. Trapp. Jawohl. Bisschen lang gezögert, aber am Ende alles gut gegangen. So. 71. Minute. Kommt schon, Jungs. Macht hier nochmal was. Nani.
Nani? Messi! Jawohl, und dann ist er drin! 74. Minute! Lionel Messi! So ein bisschen aus dem Nichts, wie wir die Bude hier machen, das muss man dazu sagen. Aber endlich ist er drin, Freunde. 2:2, nächste Umfrage, die es geben wird. Und zwar Umfrage Nummer 38 mit drei Informs, die ich euch präsentieren kann. Nämlich Guarín, Fernando oder Fellaini. Drei aus der Premier League, beziehungsweise zwei aus der Premier League. Guarín natürlich nicht, der Kolumbianer. Aber da könnt ihr entscheiden. Link in der Videobeschreibung, aber noch nicht jetzt vorbeigucken, sondern erst am Ende der Folge. Eventuell schaff ich's ja noch oder pack ich's ja noch, hier die dritte Umfrage euch präsentieren zu dürfen. Da werden wir jetzt einfach mal gucken. Sturridge. Jawohl, den haben wir. Messi, kommen wir nicht hin. Matic, nach oben gelegt, kommen wir auch nicht hin. Da ist Silva. Silva, oh mein Gott, der war stark. Alexis Sanchez. Jack Jelka. Oh mein Gott, und ich klär so dumm. Und ich mach das so dumm, Freunde. Anstatt den Ball rauszukloppen, spiele ich ihn in die Mitte. Und er nutzt das eiskalt aus. Sturridge wieder mit dem 3:2. Okay, das war jetzt enorm blöd. Das war jetzt enorm blöd. Und mit Luis mache ich dann noch den Weg frei, weil ich dachte, ich steuere noch den anderen. Sonst wäre der im Weg gestanden, der Luis. Oh Mann, 3:2. Wir brauchen jetzt nochmal eine Bude, um hier irgendwie in die Verlängerung zu gelangen. Also, auf geht's. Kommt schon, Jungs. Verlängerung wäre ja in Ordnung. Ein Tor irgendwie. Di Maria. Angel. Di Maria sieht Messi. Messi faul. Faul. Vielleicht die Möglichkeit, aber den müssen wir, glaube ich, relativ schnell machen. Messi, kriegt er den unter? Ja. Nein! Shit, Stückchen zu weit. Da hätten wir auch vielleicht mal mit groß schießen können. Aber die sind eh immer zu nah für mich, ne? Ihr kennt ja mich und meine Freistoßkünste. Wenn man... Oh, lauf mit. De Bruyne! Oh, Courtois mit einer Riesentat, wie der gesprungen ist, Freunde. Nicht schlecht, Dichi. So, er macht es jetzt natürlich ein bisschen ruhiger. Versucht da so ein bisschen Zeit zu gewinnen. Da ist Sturridge. Aguero. Cuadrado. Im Doppelpass. Lahm. Ganz, ganz stark von Philipp Lahm. Und schön rausgespielt. Und wunderbar rausgespielt. Messi. Cuadrado. Kommt De Bruyne. Jawohl. De Bruyne! Du warst fast durch, mein Freund. Du warst fast durch. Und er kann es wieder rausspielen. 4 Minuten noch zu gehen. 4 Minuten hier noch zu gehen in dieser Partie. Alexis Sanchez ganz, ganz stark von Philipp Lahm. Und im Verbund haben wir dann irgendwie die Kohle erobert. Da ist Lionel. Nein, das ist Di Maria, der den Ball leider nicht mitnehmen kann. Di Maria in die Mitte gelegt. Cuadrado, dann ist er drin. 88. 3:3. Yes, baby. Cuadrado, neues Upgrade. Und den schlänzt er mal sowas von perfekt in den Winkel. Ich werd bekloppt. So, Konzentration, Freunde. Alles wieder gut. Wir gehen auf ein bisschen defensiver. Oder packen wir das noch in der regulären Spielzeit? Na, das wäre ein Ding. Das wäre ein Ding, Freunde. Das wäre unfassbar. Sturridge. Boah, Stand jetzt geht's in die Verlängerung. Packende Partie hier in diesem wunderbaren Part, Jungs. Unfassbar. Cuadrado. Schön von Nani, der super dran bleibt. Trotzdem leider nicht ganz den Ball erobert. Sturridge. Oh mein Gott, wir sind viel zu offen. Gut geklärt. Letzte Chance. Durch einen Konter. Über Di Maria und über Lionel. Was ist das für ein Pass auf Messi? Was ist das für ein fucking Pass auf Messi? Ich werde nicht mehr, Freunde. Wer kommt denn auf so eine Idee, den so zu spielen? Und er kriegt ja nochmal die Chance. Aber Cuadrado ist schnell. Luis ist schnell. Trapp, Klopp, weg. Oh, das Ding, Freunde. Also, wir gehen rein in die Verlängerung. 9 Schüsse, 4 aufs Tor. Der Gegner mit 9 Schüssen, 8 auf die Bude. Heißt, er hätte es eigentlich eher verdient gehabt. Muss man mal so deutlich sagen, er hätte es verdient gehabt. So ein 4-3 würde in Ordnung gehen, wenn man mal so die Spielanteile ansieht. Aber wir haben es gepackt. Retten uns in die Verlängerung. Es gibt 2 Umfragen, schau mal, und eventuell noch eine dritte. So viel steht schon mal fest. Und jetzt brauchen wir nur noch, in Anführungszeichen, irgendwie die Buden. Eriksen kommt rein für Silva bei ihm. Also musste auch erstmal wechseln bei seiner Truppe. Schöner Ball auf Toni Kroos, dem so ein bisschen gerade das Pace fehlt, Freunde, die Geschwindigkeit. Messi, ja, ich versuche den irgendwie noch zu erwischen, aber wirklich was draus geworden ist nicht. Da ist Sergio Aguero, Supergrätsche, da attackieren wir früh. Messi, schöner Ball auf Di Maria. Di Maria, der sich leider Gottes nicht durchsetzen kann. Klischee. Oh, auch den haben wir fast schon geahnt. Sturridge, gut von Kroos, und dann haben wir ihn. Kommt schon, ich will das jetzt packen hier. Schöner Ball auf Messi.
Messi. Schlecht gemacht von mir. Schlecht gemacht, schlecht gemacht, schlecht gemacht. Mitte dicht, Sturridge. Und Eriksen, der ist noch frisch, Jungs. 95. Minute hier. Wie gesagt, in einem packenden Part. Chiri gibt den Freistoß. Habt ihr da einen Foul gesehen? Wo war denn da ein Foul, Freunde? Ich weiß es nicht. Eriksen spielt ihn auf jeden Fall erstmal zurück. Da ist Walker. Gut von Nani. Mit einer guten Übersicht. Und dann haben wir da erstmal Angel Di Maria, der vorbeizieht. Di Maria, der hat noch ein bisschen Saft, Jungs. Der hat noch ein bisschen viel Saft. Angel Di Maria. Di Maria. Aber wäre ein bisschen komisches Tor geworden. Wäre nicht verdient an der Stelle. Wenn wir schön rausgespielt hätten, vielleicht was anderes. Aber so nicht. Jetzt vielleicht. Hui, der nächste Schuss, Freunde. 3:3, 100. Minute. Es bleibt spannend. Weiterhin Toni Kroos mit der Ecke. Auch die kommt wieder auf Di Maria. Aber diesmal gibt es nur den Abstoß, Freunde. Uiuiui. Wir erspielen uns einige Möglichkeiten jetzt hier. In dieser ersten Halbzeit der Verlängerung. So soll es sein. Und das ist gar nicht so verkehrt. Das ist absolut nicht verkehrt, was wir da tun. Aber mal gucken, ob das noch was wird. Di Maria, einfach den Fuß ausfahren, so wie Toni Kroos jetzt. Dann hättest du den schon bekommen. Schön gemacht. In die Mitte gelegt. Oben ist wieder Di Maria. Da ist Messi. Messi. Messi probiert. Courtois ist da. Nächste Aktion. Kleiner Longshot da. Und Courtois macht fast den Fehler. Jetzt hat er ein bisschen gezittert, Jungs, glaube ich. Jetzt hat er, glaube ich, so ein bisschen gezittert, unser Gegner hier. Aber er spielt es erstmal weiter. Noch hinten raus. Wo wir knapp jedes Mal nicht hinkommen. Oh, Jungs, das regt mich immer auf. Ihr wisst es. Es ist unglaublich. Luis. Schön. Schön. Vielleicht nochmal eine Chance oder pfeift er ab? Normalerweise pfeifen sie immer ab. Aber so nochmal. Di Maria. Oh, das hat er gut gemacht. Und jetzt ist erstmal Schlusspfiff, Jungs. 105 Minuten gespielt. Ihr seht's, wir boxen uns immer weiter ran. Also, die erste Halbzeit der Verlängerung gehört uns. Er mit keiner offensiven Aktion. Wir mit 2 Schüssen aufs Tor und mit 3 Schüssen insgesamt. Also es sind hier so ein bisschen die Mannschaft, die besser reinstartet in die Verlängerung, aber das heißt noch lange nichts. 105 Minuten gespielt. Yaya Touré kommt für Matic. Das ist nicht unbedingt eine Verschlechterung seines Teams, seiner aktuellen Top-11. Mein lieber Cuadrado. Ganz, ganz stark. Di Maria, Messi. Messi, oh. Schade, schade, Jungs. Cuadrado, 107. Schieben wir raus und dann hat auch Luis den Ball. Messi, schön gemacht. Di Maria probiert's, aber den musste ich noch ein bisschen besser vorlegen, Jungs. Dann kann man da durchaus mal abziehen, aber nicht aus der Position, so wie wir da gestanden haben. Und Courtois macht das kurz, macht das kurz, macht das kurz. Er macht's nicht kurz, er probiert wieder den Ball. Den wir gut spekuliert haben, aber an dem wir genau knapp mal wieder nicht hinkommen. Clichy. Sanchez. Spielt er den wieder auf Clichy? Ne, erstmal Sturridge, kommt da durch. Cuadrado, du musst da mittun. Der steht da oben rum, als hätte er keinen Bock. Oh mein Gott. Wenn Cuadrado da oben einfach mit reinrutscht, passiert das alles nicht. Aber dann spielt das auch super raus. Sturridge, 111, der 1:0. Jetzt hat er keine Möglichkeit bis dato gehabt. Macht die eiskalt rein, so wie wir vorhin. Können wir uns als da oben, Cuadrado, was, auf wen wartet ihr? Ich weiß es nicht. Genau den wollte ich haben, nicht gekriegt. Und dann Sturridge, eiskalt abgeschlossen. Trapp in Form, kommt nicht hin. 4:3, packende Partie weiterhin. Aber Stand jetzt gewinnt er das Ding hier, Freunde. Mann, 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 kommt schon. Nochmal ein bisschen Gas geben, irgendwie. Nochmal aufraffen die letzten Minuten und irgendwie zum Siegtreffer, beziehungsweise zum Ausgleich kommen. Rein in so ein Elfmeterschießen. Das hätte ja auch mal was. Ich glaube, wir hatten wir schon Elfmeterschießen? Ich glaube noch nicht, oder? In dieser Serie. Ich weiß es nicht. Lang ist es auf jeden Fall, wenn dann her. So, er reißt sich scheinbar nochmal zusammen. Braucht nochmal ein paar Sekündchen, um sich da zu konzentrieren. Und ich trinke nochmal ein Schluck, Jungs. Ich trinke nochmal eben ein Schlückchen, wenn ich darf. So. Pause, warten auf Gegner. Wir warten, Jungs. Wir warten und warten. Und kloppen den hoffentlich jetzt gleich dahin noch eine Kulle rein. Er wechselt nochmal. Was tut er? Wahrscheinlich innenverteidigungstechnisch. Nee, Wanyama für Aguero. Also nochmal die defensivere Option. Die Maria, Ball kommt nicht an, war schon schlecht gespielt von mir. Und jetzt spielt das erstmal wieder hinten rum. Clichy, oh Mann. Ich hoffe nur nicht zu krass, dass er jetzt da auf Zeitspiel geht. Sonst sehen wir am Ende kein Land. Oh, da hat man die Kulle, aber keiner rutscht nach mehr. Keiner rutscht schnell genug nach. War es abseits? Ja, war abseits. 115. Minute, Jungs. 5 Minuten noch zu gehen. Jawohl, das war schön rausgespielt. Cuadrado hat Platz.
aber hat halt auch keinen, der irgendwo mittut. Ich bin auch sehr offensiv und es ist keiner da. Kroos. Och, doch nicht Messi. Den soll er anspielen, jawohl. Ja. Messi. Messi wird geblockt von Clichy. Grätsche geht leider Gottes ins Leere. De Bruyne. Und dann haben wir ihn nochmal. Dann haben wir nochmal diese eine Möglichkeit. Fragezeichen. Es ist noch nicht vorbei. Nani. Nani. Die Maria Courtois da. Gibt's doch gar nicht, Jungs. Super, mach ihn. Jawohl, und er ist drin. Wieder ist es Cuadrado. Und das war jetzt so dieser eiserne Wille. Dieser eiserne Wille, das Ding noch zu holen. Super von Di Maria. Und Cuadrado mit dem zweiten Lucky Punch. 88. und 120. Minute. Ja, leck mich fett, Freunde. Was ist das für eine Partie? Was ist das für eine Partie? Es geht hier rein ins Elfmeterschießen. Ja, ja, Touré gegen Trapp Inform. Wir haben uns diese Chance erspielt. Trapp Inform holt den nicht raus. Ja, ja, Touré. Sicher, locker, lässig verwandelt. Übrigens, sein Messi jetzt trifft, das zählt nicht. Zu den Umfragen mit dazu. Lionel Messi. Er war im richtigen Eck. Der gute Courtois. Aber wir haben ihn und ich weiß, wo Wanyama hinschießt. Wir haben den Ball. Wir waren dran. Genauso knappe Kiste. Angel. Die Maria. Die Maria. Und den holt er raus. Und den holt er hier raus. Eriksen mit der Chance. Eriksen, 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 Eriksen. Hol ihn doch hoch. Nimm die Hände hoch, Trapp. Mann, Mann, Mann. De Bruyne. Hui. Also er ist nicht schlecht, Freunde. Er ist nicht schlecht. Sturridge jetzt vielleicht mit der Vorentscheidung. Sturridge. Macht ihn. Nani muss treffen. Oh, fuck. Der war schlecht. Nani. Ach, du heilige Jungs. Oh, mein Gott. Elfmeterschießen müssen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen üben. Leck mich fett. Da erspielen wir nochmal die Möglichkeit, in dieses Elfmeterschießen zu können und zu dürfen und was weiß ich. Und dann vergebe ich die so schlecht. Uiuiui. Ui, ui. Wobei der von, ich glaube, die Maria war es, den er raus hat. Der war gar nicht schlecht geschossen. Ich habe relativ weit ins Eck gedrückt, aber trotzdem holt er den raus, der Courtois. Geht da nicht rein. Schluss aus vorbei, Jungs. Wir sind im Viertelfinale raus. Heißt, es gibt natürlich trotzdem zwei Umfragen. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nämlich einmal war es Mandy Handanovic, Casillas oder Sidigu im Tor. Und die zweite Umfrage in Forms. Vielleicht entschädigt das nochmal so ein bisschen. Guardin, Fernando und Fellaini. Ich meine, es sind trotzdem zwei Umfragen. Immerhin ist das schon mal ganz gut. Aber wir müssen im nächsten Part wieder von Beginn an ran. Sprich, ja, im Achtelfinale starten. Einzig heute und uns wäre schon mal vielleicht die Chance auf einen Inform oder einen Totti sicher gewesen. Zumindest die Chance. Aber naja, am Ende denke ich, geht sogar in Ordnung, dass der Gegner da gewinnt. Ihr seht es an der Statistik, wobei es relativ ausgeglichen war. Hätte so und so laufen können. Er mit ein bisschen mehr Schüssen aufs Tor, wir dafür mit mehr Schüssen insgesamt. Ballbesitz eher wieder ein bisschen mehr, also in dem Sinn. Relativ ausgeglichen, eher einen Ticken besser, würde ich sagen. Von dem her geht es in Ordnung, dass er das nach Elfmeterschießen gewinnt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben an der Stelle. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo, dann verpasst nichts, denn der Part ist rum. Und ich bin erstmal raus. Macht's gut, genießt den Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.